Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch XXL große Brottütensterne zeigen. Ich fange an und zeige erstmal die ganz klassische Variante, die kleine, und danach aber dann die ganz, ganz großen. Das wird etwas anders gemacht. Und dann fangen wir schon mal an. Viel Spaß dabei! Für den kleinen Stern brauchen wir 7 von diesen Butterbrottüten. Und auf dem obersten machen wir uns schon mal das Muster, wie es nachher sein soll. Einfach mit Falten, die Mitte und auch die Spitze andeuten, wie das Ganze nachher aussehen soll. Das ist mir noch zu wenig. Dann einfach nur falten. Und den Rest vielleicht auch anzeichnen. Ich möchte hier nachher vielleicht noch so einen Kreis reinmachen. Dann drehe ich mir das rüber und schneide das schon mal aus. Und dann kann ich schon mit dem Kleben anfangen. Das wird der letzte. Und die anderen 6 werde ich jetzt umdrehen und von hinten immer unten und auf der Mitte ein bisschen Kleber drauf machen. Und wieder genau gleich draufkleben. Und auf dem letzten kommt dann der, den wir am Anfang zugeschnitten haben. Und durch den habe ich jetzt mein Muster und das schneide ich jetzt mit den anderen nach. Ich möchte meinen aufhängen, darum mache ich in der Mitte einen einfachen Nähfaden. Ich habe ihn jetzt rot gemacht, damit ihr ihn besser sehen könnt, aber normalerweise für zu Hause würde ich jetzt weiß nehmen. Einfach in der gleichen Farbe, wie der Stern auch ist. Wenn der Faden sitzt, mache ich nochmal Kleber drauf, kann den dann zusammenziehen beide Enden miteinander verbinden und verkleben und dann ist mein Stern schon fertig. Für den ganz großen Stern brauchen wir jetzt 30 Tüten. Und immer 2 müssen wir miteinander verkleben. Bei der einen Tüte machen wir das auf der Vorderseite, kommt hier Kleber drauf. Und bei der anderen Tüte auf der Rückseite. Auch so ein Streifen. Und die stecken wir jetzt ineinander. Hinten rein und hier auch hinten rein und dann miteinander verschieben, dass die Klebestreifen beide miteinander verbunden sind. Vor lauter Reden und Kleben habe ich dann auch was falsch gemacht. Ich habe ja gerade erzählt, die eine Seite muss man von vorne sehen und die andere Seite von hinten und so wird zusammengeklebt. Ich habe aber mehrfach das so gemacht, dass man beide Seiten von vorne sieht und ich habe das dann trotzdem als Stern zusammengeklebt und das hat auch funktioniert. Wenn dir das auch passiert, mach dir keine Sorgen, das wird trotzdem ein wunderschöner Stern. Den ersten mache ich wieder so, dass ich mir hier das Muster drauf falte, also wieder Mitte und die Spitze und hier noch kleine Zacken rein, die ich noch ausschneide. Und das wird mein erster sein, der oben drauf kommt, bevor ich dann nachher alle zusammenschneide. Davor muss ich alle 15 Stück miteinander verkleben, genau wie bei dem kleinen Stern. Unten ein Streifenkleber in der Mitte und dann immer die Tüten aufeinander legen.
zum Schluss wird der mit dem Muster drauf geklebt. Jetzt schneide ich das Muster nach. Hier diese Ecken und oben die Spitzen. Und weil der so lang ist und durchhängen würde, brauchen wir einen Stabilisator. Und dafür habe ich so ein Stück Tonpapier genommen und das klebe ich jetzt auf die Mitte drauf. Hier nehme ich jetzt ein etwas stabileres Band und das würde ich mir jetzt hier an den Karton festzackern. Es ist doch sehr viel mehr Gewicht drauf und damit ist es deutlich besser. Auch mit zwei Klammern. Und jetzt kann nichts mehr passieren. Zum Schluss machen wir es wie bei einem kleinen, unten und in der Mitte Kleber drauf. Und dann können wir das schon umdrehen zu einem Stern falten. Wenn du bei dem Großen jetzt festgestellt hast, dass das ein bisschen aufgegangen ist von den Nähten her, dann einfach nochmal mit dem Kleber nachspuren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss, eure Astrid.